Bei uns in Europa haben wir eine ganz, ganz andere Situation bezüglich diesem Wirkstoff wie in den Ländern, wo wir gentechnisch veränderte Pflanzen haben. Dort kann ich nämlich Pflanzen, Kulturpflanzen, die ich beernten will, egal in welchem Entwicklungsstadium, spritzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort beispielsweise blühende Unkräuter vielleicht mit behandle, wo dann Bienen kommen und dort irgendetwas sammeln, ist viel, viel höher wie bei uns. Es gibt bestimmt Länder, wo auch Anbausysteme dann Pflanzenschutzmaßnahmen in einer Dimension erzwingen, die wir hier gar nicht haben. Also wenn ich eine Monokultur habe, wie die Mandeln, die über Quadratkilometer angebaut werden, dann schaffe ich letztendlich ein System, wo sich Schadorganismen unwahrscheinlich stark etablieren können und wo ich dann mit hochintensiven Maßnahmen im Abstand von wenigen Tagen dann Spritzmaßnahmen machen muss und wo ich dann eine Konfrontation letztendlich der Blütenbesucher hinkriege in eine Dimension, die es bei uns einfach nicht gibt. Also bei uns ist Glyphosat eigentlich ein Herbizid für den Sonderfall. Und dementsprechend eigentlich auch, denke ich auch, dass wir viel mehr die ganz normalen Herbizide eigentlich diskutieren müssen, die bei uns zum einen blühende Unkräuter treffen und zum zweiten Nahrungsquellen für viele Bienen dann ausschalten. Ja. Wir haben halt relativ wenige verfügbare Daten. Also das heißt, in der Dimension, wie wir quasi Serienanalysen machen auf der Basis von 2.500 Honigen, diese Datensätze gibt es einfach nicht im Ausland. Ich würde sagen, man muss mit Sicherheit auch unterscheiden zwischen den einzelnen Ländern, wie die Einstellung eigentlich zum chemischen Pflanzenschutz da insgesamt ist. Ich habe im Grunde auch die Daten der Ökobetriebe immer dafür verwendet, um Werbung zu machen bei den konventionellen Imkern. Die konventionelle Imkerschaft sind eigentlich zahlenmäßig viel mehr. Aber ich kann dann, wenn ich Rückstandsdaten habe, wenn ich Wachsdaten habe, Honigdaten habe aus den Ökobetrieben und dem normalen Imker sagen kann, schau her, der hat auch seine Bienen, das sind Betriebe, die davon leben, kann ich natürlich einen Druck aufbauen, den konventionellen Imker zum Umdenken zu bewegen. Also die Ökos sind Versuchskaninchen gewesen, will ich mal sagen, man hat sie ins Wasser geworfen. Und die haben im Grunde gezeigt, dass es hinging. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, um die träge Masse der konventionellen Imkerei da hinterher zu schieben. Und wir haben ja an den Daten gesehen, dass wir das hinkriegen. Also wir kriegen es hin. Also ich denke, irgendwann hat irgendjemand den Fehler gemacht, dass er diese Rückstandsdaten in der Lebensmittelproduktion bei Öko ins Spiel gebracht hat. Das heißt, man hat den heutigen Verbraucher eigentlich auf eine falsche Fährte gesetzt. Und das erleben wir immer wieder, dass im Grund der Verbraucher dann einfach in den Ökoprodukten eben einen messbaren Unterschied findet zwischen der Belastung mit Pflanzenschutzmitteln oder nicht. Das heißt, man hat eigentlich vergessen oder versäumt oder auch hatte vielleicht auch Schwierigkeiten darzustellen, um was es denn eigentlich wirklich geht. Also ich denke, so langsam gelingt es in der Landwirtschaft, Umgang mit den Böden, Umgang mit den Tieren, Tierwohlgeschichte, so es gelingt, das in den Vordergrund zu rücken, um was es eigentlich geht. Und das muss im Grunde natürlich bei den Bienen genauso gemacht werden. Man muss wirklich Wert darauf legen, dem normalen Menschen zu sagen, es geht eben in erster Linie um den Umgang mit diesen Tieren, um auch diese ganzen ethischen Gedanken, die man sich dazu macht. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Und ich merke halt in den vielen Diskussionen auch mit Imkern, dass das auch im Bereich der Imkerschaft noch nicht angekommen ist. Also die Imker sagen zu mir immer, ja, wie will denn der Öko, wie will denn der steuern, dass die Bienen jetzt nicht auf den Raps fliegen? Da sage ich immer, das ist ja nicht das Ziel. Und natürlich kann man das nicht. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eine andere Geschichte.